Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Beziehungsweise das wird heute wieder mal ein Tutorial, und zwar dieses Zahlencode beziehungsweise dieses Bilderrahmencode. Ja, hier ist die Tür jetzt zu, wenn man den richtigen Code hat, dann ist die offen, also links unten rechts ist der Code, und sobald irgendetwas falsch ist, ist die Tür dann wieder geschlossen. So sieht die Technik dahinter aus, und das wollen wir jetzt mal nachbauen. So, wir befinden uns jetzt mal auf einer Fläche, die ja so gut leer ist und wir den Platz dafür haben. So, erstmal brauchen wir 3, 4, 5, 6 Redstone Repeater, 3 Redstone Fackeln und 3 Comparator, 64 mal Redstone, also das sind nicht genau 64 mal, aber ich nehme jetzt mal 64 mal. 64 Eichenholzbretter, also das ist ein x-beliebiger Block, ich nehme jetzt mal Eichenholzbretter. Und ja, wir brauchen noch 3 Gegenstandsrahmen und Rahmen, die man, also eine Eisentür und Sachen, die man in den Rahmen reinfügt und dann dreht. Ich nehme jetzt mal dafür Pfeile, auch 3 Pfeile. Und das Ganze brauche ich jetzt mal im Überleben-Modus. So, ich bin jetzt im Überleben-Modus und wir bauen erstmal hier 1, 2, 3, ein Abstand, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. So, hier Redstone Comparator dahinter, hier ein Redstone Comparator dahinter und da wieder mal ein Redstone Comparator dahinter. Also so sieht das Ganze hier nämlich aus. Und hier machen wir jetzt mal Shift, also gehen in diese Hocke hier und nehmen 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7 und hier nehmen wir 5, 1, 2, 3, 4, 5, hier nehmen wir 3, 1, 2, 3 und so sieht es dann von oben aus. Dann müssen wir jetzt hier 3 Redstone-Fackeln hinpacken und dann haben wir schon unsere Redstone-Fackeln weg. Darunter einmal Redstone immer und dann einen Repeater, ach hier, hier. Und falls ihr diese Schaltungen kennt, die sind von einem amerikanischen YouTuber und die habe ich jetzt mal nachgebaut, weil dieses Video nicht so gut angeklickt worden ist. Ja, hier werden es vielleicht der ein oder andere vielleicht mal kennen, aber die meisten denke ich erstmal nicht. Also ich wollte es nur mal gesagt haben, bitte hättet mich dafür jetzt nicht. Ja, jetzt hier alles mit Redstone verbinden. Hier auch alles mit Redstone verbinden. Hier alles mit Redstone verbinden. Hier auch nochmal alles mit Redstone verbinden. 1, 2, 3. Und jetzt hier einmal Redstone, Repeater, Redstone, Repeater. Nein, ich habe was falsch gemacht. Und zwar nehmt ihr dann hier Redstone. Dann hier wieder mal Redstone. Nein, hier ein Repeater. Hier Redstone, Repeater, Redstone und dann wieder Repeater und dann die Leitung, wo ihr das hingeführt haben wollt. Hier verbinden wir jetzt das Ganze mal, hier 2, da ist es schon verbunden und so sieht das Ganze jetzt mal hier aus. Jetzt setzen wir erstmal unsere Gegenstandsrahmen. 1, 2, 3. Hier ist jetzt nur 1 aktiviert. Da ist das zweite, sagen wir hier rechts. Nein, sagen wir jetzt mal hier wie das gleiche, rechts, also links, unten und rechts. Und dann sollte das Ganze eigentlich schon funktionieren, aber das funktioniert nicht. Also hier, hier, hier. Das sollte eigentlich funktionieren. Nein, Spaß. Hier rechts. Mal schauen, wo das Ganze aus ist. Und da unten ist das Ding jetzt mal aus. Ja, hier ist es aus. Und mal schauen, was unser Code hier ist. Hier ist es auch aus. Hier ist unser Code auch das hier. Also,
Unser Code ist unten rechts, unten links, oben links. Ist unser Code jetzt. So, machen wir jetzt mal oben. Wenn es für oben ist, müssen wir einmal wegmachen. Ich gehe mal kurz wieder in den Kreativmodus. Hol mir eine Spitzhacke und eine Diamantaxt. Gehe ich wieder in den Überlebensmodus. Hier. So, und unser Code ist jetzt oben links. Jetzt müssen wir da wieder mal eins wegmachen. Die Redstone-Fackel wieder da dran setzen. Oben links, und unser Code ist also oben links und unten ist jetzt unser Code. Wir müssen das jetzt. Ja, das ist schon richtig. Also, nee, das ist doch nicht richtig. Jetzt müssen wir erstmal eins wegmachen und. Ups, nicht eins wieder dran machen, sondern den Redstone-Fackel. Aber ich frage mich jetzt, wieso ist das jetzt wieder aktiviert? So, wir müssen jetzt immer hier wieder mal rumtüffeln. Ja, so oben links. Nee. So, also ich kann diese Leitungen überhaupt nicht leiden. Aber ich versuche es trotzdem für euch. Also das bringt mir ja nichts, ne? Hier ist offen. Ich gehe mal wieder in den Kreativmodus. Also hier. Und da ist aus links. Unten. Und da ist aus. Okay. Links, unten und rechts ist unser. Ich gehe jetzt mal wieder Tag verstellen. Okay, links, unten und rechts ist unser Code. Wir haben es endlich hinbekommen. So sehen die Leitungen aus. Und ja, so sind die Leitungen. Und jetzt können wir das Ganze hier irgendwo verbinden, wo wir wollen. Ich mache das mal jetzt hier. Ich nehme hier mal wieder meine Axt. Hier. Weg und hier unsere Tür, also nein, ja doch, ist nein, das soll andersherum sein. Hier, und jetzt können wir das Ganze auch schon umrahmen. Hier, da, da und da. Und jetzt können wir das Ganze dekorieren. Ich gehe mal wieder in den Kreativmodus und dekoriere das Ganze. Hier Eichenholz, hier da, 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 hier, hier, das Ganze hier und das hier geht auch. Warte mal, hier. Da, und eigentlich sollte das jetzt fertig sein. Und unsere Schaltung hier ist so gut wie fertig. Also hier, wir haben es hier schön dekoriert. Und naja, ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Lasst gerne mal ein Abo da, ein Like da. Und bis dahin. Ah ja, was ich doch vergessen habe, ich habe noch so eine Playlist erstellt, wo da so alle Redstone-Sachen sind. Die habe ich euch mal unten in die Infobox verlinkt. Das ist der erste Link, glaube ich. Und ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und bis dahin, haut rein und ciao.